Ich übernachte heute bei meiner besten Freundin und ich dachte, ich nehme euch einfach ein bisschen mit, wie ich meine Tasche gepackt habe. Übrigens, falls ich irgendwas vergessen habe, dann bitte schreibt es mir in die Kommentare. Ich habe irgendwie dieses Haargummi gefunden, das lasse ich einfach drin und dann noch irgendwelche Tabletten. Ich habe keine Ahnung, wofür die sind und dann habe ich erstmal meinen Schüleranzug eingepackt. Der muss auch nicht gut aussehen, weil ich gehe ja nur zu meiner Freundin, dann habe ich noch einen Top mitgenommen und Socken und natürlich ein Deo darf nicht fehlen. Dann habe ich noch ein Bodyspray mitgenommen und eine Bürste. Wir ignorieren bitte mal, wie ekelhaft diese aussieht. Auf jeden Fall habe ich zurzeit meine Tage, weshalb ich auch noch Tampons mitnehmen musste. Und eigentlich wollte ich auch noch Scrap-Beinamen mitnehmen, aber ich hatte einfach keine mehr, deswegen werde ich sie einfach von einer Freundin klauen. Eine Zahnbürste darf natürlich auch nicht fehlen. Zahnpasta werde ich einfach von ihr benutzen. Und dann habe ich noch weiter eingepackt. Dann erstmal meine Brille, weil ich bin ein Blindfuchs. Und dann noch ein paar Skincare-Produkte, damit ich über die Nacht keine Pickel bekomme. Und Make-up habe ich jetzt nicht mitgenommen, weil ich mich halt davor geschminkt habe, weil wir zu dann feiern gegangen bin. Aber Lippenpflege durfte nicht fehlen. Und noch Augentropfen und Kontaktlinsen. Und dieses Spray ist immer eine Retterin. Wenn meine Haare super zerzaust sind, mache ich das einfach rein und dann lassen sie sich durchkämmen. Natürlich durften so die AirPods auch nicht fehlen und noch ein Aufladekabel. Und das war es eigentlich auch schon. Meine Tasche war einfach so voll. Also, habe ich irgendwas vergessen?